Wunderschönen guten Tag. Heute eine neue Folge von unserem schönen Let's Play zum Thema Prinzessinnenschloss. Dabei sind diesmal wieder, wie immer, Sven, der Dennis. Yo, good talk. Und der Lukas. Moin. So, dann geht's mal los. Ich möchte eigentlich, dass mein Schlösschen irgendwann mal fertig wird. Ja, das ist so ein bisschen Arbeit noch, aber... So, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir versuchen das mal... Ja? Versuchen wir mal, meinen Turm hier hinzukriegen. Einen Turm da hinten hinzukriegen, ja. Hier, zumindest so einen halben Turm. Genau, wir haben in der Zwischenzeit ein bisschen was ausprobiert. Wir haben hier hinten das Problem gehabt, dass hier nichts zu bauen ging und haben uns da überlegt, dass man hier das hier abschließt, die Etage, und dann hier über die Treppe dann das zweite geht. Dafür werden wir da hinten auch nochmal die Wände einreißen müssen. Das macht ja nichts. Und ich möchte heute los und Sachen für die Vorbauten holen. Wir müssen nämlich jetzt auch mal ein bisschen in den Quark kommen, damit wir ein bisschen effektiver, schneller und besser werden. Besser. Ja, schön, dass du sagst, wir haben genug Steine. Hast du vielleicht mal darüber nachgedacht, dass wir genug Fiber haben? Fiber kann ich machen, das ist eine meiner Lieblingsaufgaben. Dann lassen Viecher immer nichts mehr zu fressen. Ich weiß nicht, mal kommen so. Hier der Agentar, das hat ganz viel Müll im Inventar, aber nichts, was er braucht. Das läuft ja schon mal. Vor allem war mal der 250 Obsidian. Ja, das hatte ich noch mal so. Oh, boah. Bin an so einem Steinchen vorbeigeflogen, habe ich das gefunden. Alles klar. Warum steht das Tor offen? Das zieht. Weil ich davor bin. Das rechnet durch das nicht, geschlossene Dach, aber es zieht. Jetzt zieht's! Vielleicht liegt's auch. Ja. Ein bisschen erkältet bin ich noch, aber ich hoffe. Das stört mich. Du wirst den Männerschnupfen überstehen. Den was? Den Männerschnupfen. Was? Das ist fast wie sterben, bloß besser. Dass keine weiblichen Zuschauer gibt. Machst du jetzt was oder nicht? Ja, ich hol grad Fiber. Das sehe ich nicht. Du hattest doch diese Sichel da. Ja, mit der bin ich auch schon unterwegs. Ach, Lukas steht hier. Ach, ja, okay. Was fehlt uns sonst noch so? Eigentlich nichts. Setch. Ich hol mal bitte Setch. Ja, so effektive Dinos haben wir dafür auch noch nicht. Also irgendwie. Warte mal, kann ich den leveln? Ja? Der ist gut. Enki ist gut. Wieso das? Ich weiß nicht. Aber jetzt kann ich ihn leveln. Wir werden nicht warm. Wir werden einfach nicht warm. Enki und ich, das wird nix. Na denn. Wo seid ihr denn gerade? Echt einige Bäume, die man ja, das nicht ist, wegmachen kann. Also die Map ist schön, aber ja, die Bäume sind doof. Ja, okay, es hat halt den Charme, dass dann auch noch mal Wald da bleibt, wenn man jetzt so großartig abholzt. Die kann man auch nicht. Ja. Einfach erstmal doof gegenrennen und wenn du vorher hängen bleibst, dann kannst du ihn abbauen. Ja, dann habe ich auch gerade festgestellt. Das ist also schön für die Aufnahme, ja. Ich kann sie diesmal nennen Dennis Rendo von Baum. Durch Bäume. Baum. Aber schön, dass wir das nochmal offline ein bisschen die Wände zugebaut haben, weil ja, seitdem geht es unseren Dinos auch besser. Wir haben leider einen verloren. Ach ja. Unseren Bärchenfarmer. Ich glaube, mit dem haben wir auch nie was gemacht. Aber es ist trotzdem traurig. Ja. Er hat einen Sattel, ja. Er hat einen Sattel? Er hat einen Sattel. Ich habe, glaube ich, nie drauf gesessen.
Ja. Doch, hast du. Ja. Mal da durchgehen. Aber über den Videobeweis. Ich habe gerade die ganze Zeit schon überlegt, dass wenn der Entwickler ja ganz lustig von der Map ist, dann macht er einen Baum, der ganz dicht am Rand steht, einfach durchsichtig. Hä? Dass du dann da so abstürzen kannst. Ja, so einen hat er gebaut. Hast du schon festgestellt, aber. Ja, noch mal. Hier, die sind fies. Welche jetzt? Hier sind zwei Stück an der Kante. Ja, ich bin gerade bei dir in die Richtung. Aber ich komme, glaube ich, nicht bis zu dir. Da bin ich jetzt schon zu überladen, Gott. Puh, was schmeißt man denn mal weg? Holz. Babys kann man wegschmeißen. Ja, Holz doch nicht. Doch. Nein. Ich hätte auch vielleicht mal mein Inventar ein bisschen wärmen sollen. Ich wollte gerade sagen, warum kann der Dino weniger tragen wie ich? Und vor allen Dingen, was flattert bei dir da hinten rum? Stein und Holz. Wo war nochmal unser Haus? Komm mit. Hier hoch. Ah, da hoch. Okay, ich wäre jetzt da runtergegangen. Ach da. Ja, so weit war ich hier gar nicht weg. Nee, so mit Enki kommt man natürlich auch immer vor, als wenn man über die halbe Karte rennt. Aber im Endeffekt ist man nur aus dem Tor raus. Ja. Bist du schon los, Lukas? Jo. Okay. Und du holst jetzt Perlen. Weil ich das nicht verstanden habe. Genau, er soll Perlen holen. Oh, hier ist gerade ein Kanu-Suizid begangen. Ja, ist gut. Brauchst du ihn nicht mehr drum kümmern. Enki, wo bist du? Ah, ich glaube, ich steig ab. Ich Na dann komm. Kommst du hier wohl her? So. Was soll ich machen? Aber das sah nur, da wird das Wiesen sieht hier schöner aus, oder? Oder war das schon immer so? Mit den ganzen Blümchen, ich glaube, das haben sie besser gemacht. Oder? Kann ich nicht sagen, ich bin auf nicht so hohen Einstellungen, hier ist kein Blümchen. Achso. Ich gucke mir das dann in der Aufnahme an. Ja, okay, guck dir. So. Also wenn hier Blümchen rumstehen, dann sammle ich mal die Steine hier weg, dann... Sieht man die Blümchen besser? Wirken die Blümchen besser. Boah, ich bin so schon geholt, ne? Ja, guck doch mal rein, da müsste jetzt einiges gehen. Craft... Boah. Was denn? Also, wir haben auf jeden Fall jetzt besser gefarmt als die anderen beiden. Ich hatte ja noch ein bisschen Real-Life-Action. Ja, wir haben... Wir haben besser gefarmt als das Gerüttel im Krieg gehabt. Was ich an mir oder an euch liegt, ich jetzt noch keinen Kommentar ab. Es liegt daran, dass du noch ein Real Life hast und wir halt nur fürs Prinzessinnen-Schloss leben. Ja, genau. Ja, genau morgen, das wollte ich damit sagen. Morgen stehen wir schon auf und geht Ach du Scheiße, ey, du musst noch vorbeikommen. Ach du Scheiße. Wir müssen das mal irgendwie besser hinkriegen, das sieht gerade ein bisschen kacke aus. Wo bist du denn? Na hier. Oh. Mit den Ecken. Ich weiß nicht, gibt's da irgendwas, was man da in die Dinges tun kann? Ich bin mir nicht sicher, ich gucke aber mal. Eine Blume. Kastle. Das sieht nicht so aus. Hier geht ja nicht, weil die Foundations hier so stehen. Nee, das ist auf der anderen Seite aber genauso. Ja, das ist überall so. Das ist ja extrem. Wie wär's denn, wenn wir hier noch. Oh, wir haben ein Haustier. Was denn? Wir haben einen Badegast in unserem Pool. Hallo? Das ist mein Pool. Ich würde ihn da nicht rausschlagen. Hier wohnt ein Biber. Ja, ich weiß. Mehrere, glaube ich sogar, ne? Die haben es geschafft im Leben. Ja, genau, die haben es geschafft. Vor allem ist ja auch schön, dass der Biber an sich ja hier überlebt. der frisst die Algen im Wasser. Ja, also es ist so ein Veganer. Also. Ja, aber die Ecke gefällt mir nicht. Wir bauen jetzt das Schloss so, dass es halbwegs okay ist. In der ja, aber mach doch hier noch eine Pillar Foundation dran lang. Dann machen wir es halt einen kürzer. Hä? Ja, wenn wir hier jetzt noch sagen, hier noch einmal eine von Pillars lang
Und hier dann die... Ach so, du meinst auf die Höhe hier, am Erdgeschoss. Ja, ja, genau. Dass wir das dann hier, dass wir hier die Pillars hinbauen, wo jetzt die Brücken sind, die ja, hier ja, dann. Ja. Das dann, ja, das wäre auch eine Idee. Ja, ich baue jetzt... Biber doch ist. Ja, vor allem unter Wasser. Ja, die holen wir uns auch noch. Wir reißen dann einmal alle Treppen ein. Und dann holen wir uns den Biber. Aha. So eine Verschwendung, aber okay. Ist egal. Ich baue mal ein paar Decken. Dann mache ich da erstmal was. Ceiling. 4 Stück? Was fehlt mir dann? Huch, das ist da abgestürzt. Oh, ich glaube, Sven, du musst ein wenig Wood farmen. Ich hasse. Oh, ich bin Level 75 jetzt. Ja, Wood. Ich brauche Wood. Dafür wo kommen denn die ganzen Dinger hin? Was stürzt denn hier mal ab? Wir hätten hier Holzrams noch nebenbei reingebaut. Was? Alter, hast du gerade wirklich die Dinger abgerissen? Jo. Hör auf. Die Dinger, die waren teuer. Huch! Was ist mit dieser Pillar Foundation hier? War die auch teuer? Die war nicht so teuer, aber sie war auch teuer. Ja, ich bring Wood mit, hier liegt Wood rum. Jetzt, deswegen ist der Biber hier, weil hier so altes Holz rum. Nee, überladen. Warum kann ich hier jetzt nicht finden? Au! Ich kann hier aber nichts hin. Das liegt, glaube ich, irgendwie ist es verpackt hier. Das stört mich gerade extrem. Ja, mich stört gerade, dass ich nicht schwimmen kann. Du kannst nicht schwimmen? Nein, ich bin zu fett zum Schwimmen. Deswegen haben wir ja Treppen eingebaut. Ja. Lukas, kannst du mal etwas sensibler deine Tasten drücken? Ja, ne. Nee. Lass das. Ich kämpfe gerade gegen Mega Piranha. Ja, eben war es leiser. Da, wo ich es dir gesagt habe, ist wieder lauter geworden. Ja, weil ich jetzt auf die Maus drücke. Ich habe nichts zu essen, sehe ich gerade. Lukas. Drück deine Maus mal leiser. Warum kann ich die jetzt nur so? Ist das alles. Jetzt halt so hin. Wenn du dazu willst, selber schuld. Wir haben noch so ein Viech. Ja, ich weiß. Er steckt da in der Wand. Ja, ich weiß noch nicht. Ist was. Stress mir nicht. Ja, hier in dieser Seite mit so einem. Was? Hier links, rechts, also. Ja, das ist eigentlich total okay, das geht eigentlich alles, aber es ist. Sieht doof aus. Guckst du mich jetzt gerade hier an? Was denn da? Man kann da nichts hinbauen. Wo baust du denn was hin? Ja, eigentlich hätte ich. Ah! Ah! Ich sehe schon, es läuft. Ah! Ey, das ist. Es läuft. Ah, hier komme ich gar nicht mehr lang. Ich werde dafür bereist, dass er das Schloss nochmal ab. Na klar! Okay. Ich muss ja nicht farben. Ist ja genau das. Du bist Internet. Ja, ja. Wer höre ich verwirrt? Wo ist mein Flatter? Du bist ein Holzfarben, ne? Ich finde meinen Vogel nicht wieder. Warte. Holz? Ach, ich hatte ja nur einen gehabt. Reicht das nicht, was ich da reingepackt habe? Ich brauche 600 pro Plattform. Bitte? Es geht doch! Schön! Was genau? Ja, dass ich da was drauf platzieren kann. Das ging da eben auch gut. Ach ja.
Die Arbeit im Frühjahr. Bäume fällen. Ja, ja, wir holen uns, wir bringen die Viecher gleich in Sicherheit, dann können wir uns mal die Dinge Viecher da holen. Die Viecher? Ja, Biber. Können die was? Ein paar Bäume fällen. Echt? Sind die schnell? Relativ.